Es gab viel zu feiern für die SPD gestern im Odeon, das war schon von weit her sichtbar. Der Grund war 150 Jahre Sozialdemokratische Partei in Deutschland. Gast des Abends war Franz Müntefering, der als Bundesminister sowie Partei- und Fraktionsvorsitzender die Geschicke der SPD lange Jahre mitgeführt hat. Gegen den Titel des ehemaligen Vizekanzlers hat er sich allerdings gewehrt. Ein wenig. Also es gibt eigentlich gar keinen Vizekanzler, insofern gibt es auch keinen Vizekanzler AD. Ich will aber zugeben, dafür, dass es keinen gibt, habe ich eine Menge rausgemacht. Das ist mir dann doch gelungen. In seiner Rede ging es um die Geschichte der deutschen Politik der vergangenen 150 Jahre. Immer natürlich aus Sicht der SPD. Die Demokratie habe sich seither weiterentwickelt und verändert, so Müntefering. Eine der größten Herausforderungen für sie sieht der ehemalige Minister in dem immer schneller werdenden Tempo in der Welt. Wir wissen, Demokratie kann nur funktionieren, wenn man noch Zeit hat zum Gespräch, zum Diskutieren, auch zum Streiten, zur Frage bei der Wissenschaft und letztlich auch für das, was das Parlament und die Demokratie in ihren eigenen einzelnen Funktionen braucht. Also Demokratie braucht Zeit und das ist in einer Zeit, die so atemlos ist wie diese, so ganz besonders wichtig, dass wir das uns nicht kaputt machen lassen. Müntefering zeigte sich als überzeugter Demokrat. Allerdings ist Demokratie nicht selbstverständlich und muss sich immer wieder behaupten, so der ehemalige Bundesminister. Das sei heute noch der Fall, war in den Anfangstagen der SPD aber sogar revolutionäres Gedankengut. Demokratie gründet auf der Überzeugung der Gleichwertigkeit aller Menschen. Und in diesem Kreuz auf dem Wahlzettel, was uns heute kaum noch aufregt und was viele verpassen, dahin zu malen, steckte diese Idee. Denn die sagten dem Bismarck und den anderen nichts anderes als jeder darf abstimmen und jeder mit gleicher Gewichtung. Das war Revolution. So ganz ohne Sticheleien gegen den politischen Gegner kam er aber nicht ganz aus. In seiner Rede verglich Müntefering die Situation heute mit der in den 90er Jahren. Damals wie heute hat man sich auf Verfolgen ausgeruht und aufkeimende Probleme nicht ernst genug genommen. Es werden die Dinge, die getan werden müssen, nicht getan, sondern man weiß, da gibt es Probleme. Ich sag mal Fachkräfteprobleme, Chancen junger Frauen, Pflegereform fehlt, Kommunen zum Teil pleite. Was passiert eigentlich da? Und da müssten dringend die Dinge in Bewegung gesetzt werden. Man spricht drüber, aber im Grunde wird das von der Bundesregierung in die Schublade geschoben und irgendwann wird man eine ganze Menge fauler Eier da finden und da muss man dringend ran und deshalb nötig, dass Bund, Länder und Gemeinden sich an einen Tisch setzen und die Dinge in Bewegung setzen. Die Veranstaltung selbst hatte mit einiger Verzögerung begonnen. Müntefering's Zug hatte Verspätung. Ein Fakt, der immer wieder für ein paar kleine Lacher herhalten musste. Die Verabschiedung war dann auch typisch Münte. Man feiert ja so etwa alle 25 Jahre. In 25 Jahren bin ich 98, können wir noch mal einladen. Vielleicht sind die Züge dann noch pünktlich. Wenn es geht, komme ich auf jeden Fall. Bedanke mich jetzt für die Aufmerksamkeit und herzliches Glück auf euch miteinander.